Hallo meine lieben Sustable-Freunde, Zuschauer, Zuschauerinnen, zurück zu Sustable Online. Wir befinden uns hier neben der Autumn Haymaker, die steht hier schon eine Geweile, und die Violetta Winterstar steht da natürlich auch. Das ist voll schön, guten Tag, guten Morgen hier zurück in dem schönen Land des Jorviks. Wir müssen unbedingt Aufgaben weitermachen. Wir wollen ja es schaffen, diese Golden Hills Quest da zu dingsen, zu... Na, ich glaube, ich bin mit dieser Quest zwischen Mary und Lance fertig. Wir gucken jetzt gerade nochmal da vorbei und schauen, ob die da immer noch hocken. Ansonsten würde ich dann sagen, wir machen uns mal auf den Weg nach Silverglade, um ein bisschen da an die Lage zu checken, was da so losgeht. Müssen wir mal gucken, was da so abgeht, ne? Oh Gott, jetzt wurde ich fast vom Bus überfahren. Was zur Hölle? Was ist da denn los? Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht genau. Wo läuft sie denn hin? Die Bambi Cat Knight. Bambi Cat Knight! Na, ich glaube nicht, dass sie noch da sind. Also ich denke, obwohl wir haben da aufgehört, glaube ich, und dann sind wir nochmal nach Silverglade. Ich bin jetzt nicht mehr sicher. Ah ja, da ist sie ganz alleine. Ha, ja. Scheint ja nicht so gut zu gelaufen zu sein, das Date, nicht wahr? Wer weiß. Jetzt gucken wir mal, ob Lancy immer noch da in Silverglade auf seinem komischen Fass sitzt. Das war eh total lächerlich in der letzten Folge. Ihr habt es hoffentlich gesehen mit dieser komischen, dass Lance keine Stehanimation hat und immer nur sitzend dargestellt wird. Ah, Star Stable. Hass. Blanker Hass. Wie kann das nur sein? Wie kann man nur... Wer programmiert sowas? Um es mal in Peggys Worten zu sagen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So. Guck mal, was hier noch. Freundeschat. Ah, da wird noch geschrieben. Noch nicht so viel online. Ist noch relativ früh am Morgen. Und die Frage ist jetzt natürlich, wo es weitergeht. Guck mal, da gibt es eine Aufgabe für mich. Wieso gibt es da eine Aufgabe für mich? Barney hat eine Aufgabe. Das ist natürlich... Seit wann hat der Aufgaben? Hallo Mandy. Es ist Zeit, ein paar Samen zu säen und Kartoffeln zu pflanzen. Möchtest du mir dabei helfen? Mein Rücken tut mir so weh. Hilfe von einem jungen Mädchen wird mir da gerade recht kommen. Ja. Ah, Hilfe von einem jungen Mädchen. Schon klar. Das wird ihm passen, ja? Na gut. Dann helfen wir mal. Aber wir helfen ihm wirklich nur Arbeit. Bäuerliche Arbeit. Anpflanzen und so weiter. Keine anderen pflegerischen Aktivitäten, wenn ihr versteht, was ich meine. Wie schön. Meine Familie und ich werden ein paar Tage ein großes Essen bei mir veranstalten und es ist besser als ein eigenes und was ist besser als ein eigenes angebaute Produkte zu verwenden. Glücklicherweise wächst Gemüse auf meinen Feldern immer sehr schnell. Es sollte also reichen, wenn wir jetzt damit anfangen. Aha, okay, also das Gemüse wächst bei ihm innerhalb von ein paar Tagen oder Stunden. Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall extrem schnell, wenn er das sagt. Wenn es Zeit zu sein ist, spreche ich normalerweise immer mit Felix. Der weiß so viel über die Natur und hat großes Interesse an Saat. Seine Saat ist immer von guter Qualität. Kannst du dorthin reiten, du ein bisschen für mich abholen? Hol von jeder Sorte ein wenig und wir werden sehen, was am besten wächst. Gut, Barney. Dann mocken wir dazu. Und Peggy, du wirst begleitet von zwei Shire Bodyguards, ja? Hier sind meine Shire Bodyguards, die Violetta und die Artem, ne? Mit ihren Riesenscheiern. Die hauen alles weg. Falls wieder jemand kommt und meint, er müsste uns belästigen. Wobei das eigentlich nie passiert. Habe ich jetzt bislang noch nie erlebt, dass jemand wirklich so nervig war. Dass es mich wirklich ernsthaft stören würde. Das habe ich noch nie erlebt. Aber na gut. Wieso komme ich da nicht rüber? Wieso kommt ihr rüber und ich nicht? Was ist das hier nur für eine unfaire Welt, in der wir leben? Das kann aber nicht wahr sein. Lola Santrischer. Peggy! Peggy! Ja, es ist... Ich kann auch nichts dafür, wenn sie so rumschreit. Das ist ja nicht... Peggy! So, Felix. Wieso kann ich nicht... Ah, blühende Saat. Hi, Mandy. Und natürlich, Barney hat jährliche Familienparty. Kommt zu fassen, dass schon wieder ein Jahr vorbei ist.
Ja, okay. Ja, ich habe ein paar Tüten zusammengestellt und darauf schreiben, mit was sie gefüllt sind. Barney mag Überraschungen, bring diese Tüten mit und bestell schöne Grüße. Okay. Felix! Jetzt testen wir mal natürlich, es ist natürlich jetzt wichtig, die Saat, ja. Es ist ja immer unterschiedlich, wie gut auch der Mutterboden dazu passt. Also, ob wir hier die Sachen noch richtig ansehen können. Aber ich denke mal, der gute Barney wird da schon einen Plan haben, welche Saat jetzt da wirklich greift und was wir jetzt für die große Familienfeier da anpflanzen können. Ja? Denn nicht jede Saat wächst auf jedem Boden gleich. Ja? Das ist sehr wichtig. Ich frage mich allerdings dann doch auch, wie will er hier ansehen, wenn da noch die Mähdrescher auf dem See rumfahren, auf dem Feld rumfahren? Das weiß ich nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielen Dank, Mandy. Ich kann kaum erwarten, zu sehen, was aus dem Wachs wird. Also er weiß gar nicht, was wir hier anpflanzen. Ja, okay. Ich vertraue ihm einfach mal. Wir müssen ein paar Löcher in die Erde graben, um die Saat zu sehen zu können. Steig von der Pferde ab, um dies zu tun. Pass auf den Mähdrescher auf, das könnte sonst gefährlich werden. Ja. Ja, ja, Barney, ja, ja. So. Nee, da komme ich da nicht durch, ne? Komme ich da durch? Komme ich da hinten lang? Aber wir müssen eh im ganzen Feld. Warte mal, wir machen das mal so. Wir stellen mal hier ab. So, hier mal abstellen, ne? So. Da mal hin mit dir, Money Boy. Und abgesteigert. Södala. Und dann doch hin. So. Schon hier die Löcher gefüllt. Benutze Spaten. Oh, habe ich einen Spaten? Ja. Mir wurde ein Spaten zur Hilfe gereicht. Das ist natürlich sehr schön. Ach übrigens, wo wir hier gerade so schnuffig beieinander sind. Ich habe gesehen, dass es Leute gibt, die Sachen posten, wie der Peggy mit seiner hässlichen Glatze und die Dolphins, jetzt dieser Glatzenclub und so, ja, von der Glatze. Ich möchte mich dafür bedanken. Ich gebe mir wirklich sehr viel Mühe, mein Haupthaar möglichst kahl und glatzenmäßig zu halten. Ich finde schön, dass euch das aufgefallen ist. Ja, Dankeschön. Das ist wirklich sehr lieb. Das ist echt cool. Und freut mich, dass es euch aufgefallen ist. Also da merkt man halt wieder, da kriegt man wieder das zurück, weil das ist echt cool. Weil da gebe ich mir wirklich viel Mühe, dass man das sieht, dass es wirklich echt, dass es schön glatzenmäßig ist. Ja, und wenn ich dann sowas lese, dann freut mich das, weil ich dann merke, okay, da hat sich jemand hingesetzt und hat sich Gedanken dabei gemacht und einen freundlichen, erwachsenen Post gemacht, um mir einfach zu zeigen, dass man das merkt, dass ich mir so viel Mühe gebe. Und das ist schön, das freut mich. Dankeschön an der Stelle nochmal dafür. Das ist echt cool von euch. Und jetzt wollen wir schon mit Barney reden hier, weil wir gerade seine Saat ausgesät haben. Guten Abend, Mandy. Sehr gut gemacht. Mach weiter so. Du wirst eine tolle Bäuerin werden. Ja, also ob ich jetzt eine tolle Bäuerin werden möchte, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Ich hab's mehr so mit den Pferden, aber Wir können jetzt ausschieden. Hier ist eine Tüte mit Saat, die wir auf dem Feld verteilen müssen. Barney, sag mal, hast du keine Fahrzeuge oder sowas? Oder irgendwelche Sämaschinen oder so? Ich kenne das ja nur so von den Landwirtschaftssimulator, nicht? Dass es da so Sämaschinen gibt, wo man dann die Säte reinpflanzt. Die werden dann in den Boden gestochen. Und dann ist sie die Saat da reingesetzt. Oh mein Gott, er kommt direkt auf mich zu. Da sitzt noch so ein Barney-Klon drin. Nein! Oh Gott! Jetzt wäre ich fast wirklich überfahren worden, weil der unvorbereitet eine Kurve macht. Warum macht er das? Hat er es auf mein Leben abgesehen? Trachtet er mir nach meiner Existenz? Ich denke ja. Ich glaube, er möchte mich töten. Er hat was gegen Mandys. Vielleicht hat diese andere Mandy auch irgendwelche Informationen über ihn gesucht oder so. Wer auch immer, dieser unheimliche, gesichtslose, namenlose Fahrer dieses technischen Ungetüms sein mag. Er sieht auf jeden Fall begeistert aus. Jemand, der seinen Job liebt. Das Geile ist ja auch, dass er hier rummäht und einfach die Saat wieder auf den Boden verteilt. Normalerweise wird das eingesammelt von einem Wagen oder so, an einem Anhänger, aber nicht bei ihm. Nein, vielleicht ist es gar nicht sein Feld und er randaliert hier. Aber Barney scheint auch nichts dagegen zu tun. Was mag das für eine mega Verschwörung sein? Ich bin nicht sicher, aber es ist bestimmt eine mega Verschwörung. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, was hier so passiert. So, Barney, ich wäre dann, glaube ich, fertig. Ja.
So. So. Gute Arbeit. Vielleicht sollten wir das Ganze jetzt bewässern. Das wird dem Bewachsen helfen. Ja, bewässern ist immer gut. Wie mache ich das? Hast du einen Schlauch? Hier ist meine alte Gießkanne. Die Gießkanne. Es ist so schön, dass du mir hilfst, Mandy. Ich muss dir aber noch ein paar Einladungen für meine Party schreiben. Also ich sehe dich hier überhaupt nichts machen, lieber Barney. Ich sehe dich hier immer nur faul rumstehen und keinen Bock zu haben auf gar nichts. Hallo. Ich muss arbeiten. So. Gießen. Oh, da kommt er schon wieder. Kommt genau auf mich zu. Oh mein Gott, er hat es auf mich abgesehen. Ich werde es schaffen. Okay. Gerade nochmal so hier aus der... mich aus der Affäre gezogen. Das ist schön. Denn was gibt es Schrecklicheres als ein mörderischer Tod? Ich weiß es nicht. Also es gibt sicherlich auch Schrecklicheres, aber... Nein. Mähdrescher sind Tötungsmaschinen. Und deswegen passen wir auf. Also, liebe Kinders, wenn ihr draußen spielt, nicht, dann pass auf vor dem Mähdrescher. Nicht der Vorren, nicht der Hinteren, nicht mit dem Spielen, nicht reinlaufen, nicht? Und sich nicht wegmähen lassen. Nicht so gedacht, oh, ich spar mir mal den Friseur und hänge meinen Kopf mal in den Mähdrescher. Lass das. Das ist keine so gute Idee. Ja? Ist zwar Geld sparend und sowas und ihr denkt an den Geldbeutel der Eltern, aber trotzdem. Bitte unterlasst das. Tausend Dank. Jetzt müssen wir noch abwarten, ob sie wachsen. Aha. Aha. Marley vertröstet uns auf einen anderen Tag. Gut, gut. Peggy Grimpf. Wer ist das? Ich bin Lola. Ach so, das sage ich Lola. Steht das nicht über ihrem Kopf? Doch, da steht Lola. Hm. Ich bin Lola. Ja, das, das, habe ich mir fast gedacht, als Lola Santry über dem Namen stand, also über dem Charakterkopf, ne? Dass das Lola ist, aber... Ich nehme mal diese Gruppeneinladung an. Guck mal, von Arena Masterstone. Wer ist denn Arena Masterstone? Ach so. Wollen wir... Wir haben ja Rennen. Wollen wir haben ja Rennen. Ja, okay. Guck mal, da ist Lance, der ganz alleine. Wahrscheinlich war das Date nicht so geil. Na, was meint er? Gibt es da noch eine Zukunft für Lance und Mary? May? Mary? May? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie heißt. So schnell entfällt es einem. Hat Barney dann noch? Ah ja, mit seinem... Da geht doch mit seinem Butterfly. Oder wie hieß das? Nee. Wie hieß denn sein Pferd? Um was ich mich kümmern muss für die Baroness. Oh nein, er läuft davon. Ah genau, das Pferd ist weggerannt. Da haben wir das letzte Mal einen Schnitt gemacht. Wie soll ich ihm nachkommen? Laufen ist keine gute Idee. Meine Kondition war noch nie die beste. Du reitest ihm nach? Oh, danke. Aber sei vorsichtig. Ein verschrecktes Pferd kann gefährlich sein. Versuch ihn erst zu beruhigen. Das ist die einzige Möglichkeit, ihn zu wischen. Come on! Los geht's, Mandy. Ach. Wo ist es hin? Ah, da außen? Wie ist es denn da rübergekommen? Okay, gesprungen. Kein großes Geheimnis. Wow! Das ist... Ich muss dich beruhigen. Beruhig dich, Pferd. Ah ja, das war leicht. So. Okay, wieso kann ich es nicht anklicken? Na, kannst du mal bitte hier... Oh Gott. Ah, jetzt hat... Dir ist es gelungen, Butterfly zu stoppen. Er wirkt total verschreckt, also sei vorsichtig mit ihm, dass es nicht noch schlimmer wird. Okay, ich bin ganz vorsichtig. Läuft jetzt alleine? Butterfly? Butterfly! Wo läuft er hin? Ah so, okay, jetzt muss ich Butterfly so immer so ein bisschen rüberschieben, hä? So ganz leicht. Butterfly, wir gehen in die Richtung. Du beruhigst Butterfly und er macht sich zurück auf den Weg zu Marleys Farm. Zur Sicherheit reitest du neben ihm her, damit er nicht noch mehr verschreckt wird. Ja, okay, dann machen wir. So. Na komm. Butterfly fühlt sich wohl in deiner Gegenwart und macht sich auf den Heimweg.
Das ist echt total cute von Butterfly, dass er sich so wohlfühlt bei mir und mir vertraut. Ach, Butterfly, das ist so süß von dir. Oh, so schön. Komm, Butterfly, wir bringen dich zurück zu Marley. Und dann kann Marley dich auch wieder für die Baroness fit machen. So einfach geht das. Puh, das war knapp. Danke, dass du Butterfly hergeritten bist. Ja, kein Problem, Marley. Kein Problem.